Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, meine geschätzten Kolleginnen und Kollegen des Hohen Hauses, verehrte Zuseherinnen und Zuseher zu Hause. Das, was wir hier gerade erleben, ist alles andere als eine Sternstunde des Parlamentarismus. Hier werden die fragwürdigen Methoden des Untersuchungsausschusses jetzt in das Plenum verlegt. Und ich bin wirklich überrascht, dass sich hier die SPÖ gemeinsam mit der FPÖ zu dieser Einwendungsdebatte einfindet und dann sagt, wir wollen verhindern, dass zu guter Zeit, wenn Sendezeit mit möglichst vielen Zusehern hier versehen ist, eine Debatte über eine Ministeranklage, über die wir schon noch reden werden, stattfindet und verhindert gleichzeitig, dass diese Debatte früher stattfindet. Ich weiß schon, Sie haben sich hier zusammengefunden, so in einer Art Gefährdungskoalition. Sie gefährden hier, und ich sage das wirklich ganz deutlich, das Ansehen und das Vertrauen der Bevölkerung in dieses Parlament. Ja, Frau Kollegin Balakowicz, ich weiß schon, mit der Gefährdung hat Ihre Partei große Erfahrung. Ihr Parteiobmann, ihr designiert als Innenminister, hat ja die Sicherheit gefährdet, Stichwort BVD. Jetzt gefährden Sie gemeinsam die Gesundheit von uns allen und der Bevölkerung bei den Corona-Maßnahmen. Und noch gefährden Sie jetzt gemeinsam mit der SPÖ das Vertrauen in dieses Parlament. Worum geht es denn eigentlich? Das ist doch eine Scheindebatte der Sonderklasse. Es wird wieder die Geschäftsordnung dazu benutzt, um eine Scheindebatte zu führen. Es geht überhaupt nicht um den Inhalt. Den werden wir schon diskutieren bei dieser Ministeranklage. Es geht um Show, es geht um Bühne, es geht um Kulisse. Das ist Ihr Anliegen und sonst gar nichts. Ich sage Ihnen jetzt auch was, weil diese Debatte wäre ja eigentlich nur, ob der Tagesordnungspunkt 2 der Einser sein soll. Ja, darum geht's. Aber wenn Sie sich schon mit dem Herrn Finanzminister beschäftigen, dann darf ich Ihnen eines sagen. Erstens, Recht wird von ihm nicht gebrochen, sondern respektiert. Ja, wird respektiert. Und ich sage Ihnen auch, und das sage ich Ihnen als Jurist, diese Aktenlieferungen haben ein neues Rechtsumfeld betroffen. So etwas hat es noch nicht gegeben in dieser Dimension und in dieser Allgemeinheit. Und wer sich die Finanzprokuratur als Ratgeber sucht, ist bereit, das, was der Verfassungsgerichtshof im Auftrag zu erfüllen. Dass hier ein Rechtsbruch vorliegt, weise ich zurück. Dass Sie mit dem Herrn Finanzminister über eine Ministeranklage reden wollen, spricht für sich. Das entbehrt jeder Grundlage. Aber wir können gerne darüber reden, wie diese Republik durch die Corona-Krise gekommen ist. Das, was Sie herbeigeredet haben und was Sie sich offensichtlich teilweise wünschen, meine geschätzten Damen und Herren von der Opposition, nämlich, dass die Einkommen gesunken werden, ist nicht der Fall. Durchschnittlich 1%, das ist minimal für diese Krise. Die Pleitewelle, von der immer die Rede ist, ist gar nicht in Sicht. Im Gegenteil, es ist so, dass dieser Wirtschaftsstandort prosperiert, dass das Vertrauen in die Wirtschaft groß ist, dass die Unternehmer investieren. Wir sind aufgrund der Hilfen durch das Finanzministerium, die wir hier beschlossen haben, besser durch die Krise gekommen wie die meisten anderen Länder hier in Europa und auf der Welt. Das ist ein Verdienst des Finanzministers und darüber reden wir gerne mit Ihnen. Und ich sage Ihnen auch noch etwas. Ich halte Oppositionspolitik für richtig und wichtig als Parlamentarier. Ein hoher Vertreter der SPÖ hat gesagt, Opposition ist Mist. Ich bin dieser Meinung nicht, auch wenn Sie sich Mühe geben, dass er Recht hat. Ich sage Ihnen, wir achten dieses Parlament, wir respektieren das Parlament und wir werden die Ministeranklage, die unberechtigt ist, an dem Tagesordnungspunkt diskutieren, wie es vorgesehen ist und nicht, wann Sie es sich wünschen. Nächster und letzter Redner dieser Einwendungsdebatte zur Tagesordnung ist der freiheitliche Christian Hafenecker, ein Abgeordneter aus Niederösterreich.
Wortmeldung der Frau Abgeordneten Belakovic darauf hingewiesen, dass ich mir den Zwischenruf des Herrn Klubobmann Wöginger kommen lasse. Und er liegt mir jetzt vor. Herr Klubobmann Wöginger, Sie haben gesagt, das ist gelogen, dass sich die Balken biegen. Und dafür erteile ich Ihnen natürlich einen Ordnungsruf.